Ordnung, meine Lieben. Da bin ich wieder. Ja, das Spiel hat irgendwie gerade einen Knall gehabt. Ich denke, es liegt daran, dass ich, oder es lag daran, dass ich an den Terminal wollte und es einfach mit der Powerrüstung nicht klappt. Also ziehe ich das Ding jetzt aus und das geht hier nicht. Okay. Aber hier. So, Fusionskern nehme ich mal sicherheitshalber raus. So. Aha, jetzt geht's. Kommende Neuerscheinungen. Angreifer aus einer fremden Galaxie. Wieder einmal übernimmt Elliot Manfield die Hauptrolle des schneidigen Weltraumschurken Blast Hennigan. Da das böse Zebulonische Reich den letzten Verstoß gegen die Erdkolonie auf dem Neptun plant, muss Blast nun Frieden mit den neptunischen Stämmen und ihrer Herrscherin, der berauschend schönen Königin Xala, schließen. Können die Erdkolonisten und die barbarischen Neptunier ihre Differenzen überwinden, um ihren gemeinsamen Feind abzuwehren? Manceloid gegen Roborilla. Manceloid, die gigantische Mischung aus Mensch und Echse, ist wieder da und hat Seattle im Visier. Aber nach 5 Angriffen ist die US Army nun bereit und hat den perfekten Gegner entwickelt. Roborilla, erschaffen aus 8000 Tonnen Detroiter Stahl und amerikanischer Genialität. Er ist unsere einzige Hoffnung im Kampf gegen das radioaktive Reptil. Der Mordexpress. Gefangen in einem Zug, ohne Chance auf Entkommen und ein Mörder ist auch noch auf freiem Fuß. Grant Hillman und Audrey O'Brien spielen die Hauptrolle in diesem Thriller des gefeierten Regisseurs Bernard Switchback. Mit mehr Wendungen als auf jeder Zugstrecke ist absolute Hochspannung bis zur Endstation garantiert. Hinweis an Kinobesitzer, es war der Schaffner. Aha. Animalische Anziehung. In dieser überdrehten Komödie mit Jack Limes, Tony McKenzie und Donna Monroe in den Hauptrollen buhlen zwei Tierpfleger um die Gunst der neuen Primatenspezialistin Dr. Jill Swinger. Dr. Swinger ist gebildet und emanzipiert, doch unsere Jungs finden, dass sie endlich mal einen richtigen Mann braucht, der ihr zeigt, wo der Frosch die Locken hat. Aha. Wenn die sich dabei mal nicht zum Affen machen, freuen sie sich auf einen urkomischen Streifen in einer weiteren Hauptrolle, Bongo, der Gorilla. Die Reise in die hohle... Achso, in die hohle Erde. Ah, okay. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem es immer noch prähistorische Monster gibt. Am Fuße eines schlafenden Vulkans befindet sich der Eingang zu einer Welt in unserer Welt. Willkommen in der hohlen Erde. Ein Ort voller Geheimnisse und Spannung. Ein Land voller schrecklicher Bestien, untergegangener Zivilisationen und urtümlicher Magie. Eine Welt, von der Jules Verne nur träumen konnte. Jetzt in spektakulärem Dino-Vision. Hinweis an Kinobesitzer, Dino-Vision ist in den meisten Lichtspielhäusern nicht verfügbar. Okay, Notiz des Geschäftsführers, Kartenpreise. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, werden wir die Kartenpreise um $10 erhöhen. Für manche mag dies als Anzeichen sinkender Verkaufszahlen gelten, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wir verkaufen so viele Karten wie nie zuvor. Der perfekte Zeitpunkt also, um aus der Beliebtheit des Films Gewinn zu schlagen. Unsere Mitarbeiter könnten es unter Umständen mit einigen feindseligen Gästen zu tun bekommen und einen kurzen Umsatzeinbruch erleben, aber langfristig werden die allgemeinen Profite steigen. So, so. Notiz des Geschäftsführers, Reparaturen. Hinweis an Wartungspersonal. Aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung können nicht beide Projektoren gleichzeitig betrieben werden. Schauen Sie sich das bitte schnellstmöglich an und teilen Sie uns mit, was Sie dagegen tun können. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Okay. So, das mache ich. Oh, Kronkorken, sehr schön. So. Transfer. Ladung 25%. Gut, machen wir den erstmal rein. Und Eingabe.
Oh, verdammt, ja. Ich habe Starlight Drive-In völlig vergessen. Ich dussel. Was, Dogmeat? Was hast du denn wo bist du? Wo bist du denn, mein Kleiner? Nein. Okay, ich bin zwar überladen. Achso, warte mal, Longfellow, komm mal hier. Hm? Du willst also Sachen tauschen? Ja, so ähnlich. Trag mal noch ein bisschen was, mein Bester. Ach Mensch, ich wollte ja das Salvage Speak noch ausprobieren. Genau, wozu habe ich das denn? So, Dogbeat, was? Hier, könnte ich es doch. Mach's gleich. Oh, hier hast du was gefunden. Du bist ein toller Hund. Wie schön. Wie schön. So, Nuka-Cola Quantum. Und die normale. Na, mein Kleiner. Du bist so ein fleißiges Tierchen. So. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob das auch funktioniert. So. Rüstungen. Gut, habe ich nichts weiter, aber Waffen. Da habe ich einiges. Das. So, Dogbeat, komm mal her, mein Großer. Hey! Ja, gib ihm mal den ganzen Schrott. Warte. So. So, war's das? Oh nein, du hast ja noch viel mehr. Okay. Ich hab's vergessen. Machen wir das hier wieder mit rein. Also erstmal den Schrott. Okay, und jetzt noch Waffen. Gut, Kleidung. Okay. So, Mister, komm mal her hier. Hey. Bin ganz Ohr. Hier ist mein Zeug. So, den dürfte ich jetzt keine Waffen gegeben haben, glaube ich. Nur ein bisschen Rüstung. Auch rein damit. Boah, ich hoffe, es funktioniert. Weil der Herr ja in der Siedlung dort nicht wirklich gearbeitet hat bisher. Rüstungen. Gut, Waffen dürfte er nicht von mir bekommen haben. Nein. Okay, Quatsch. Wo ist das nochmal? Ich hab's schon wieder völlig verplant. Wartet mal. Nein.
Ach da, meine Güte. So, rein mit dir. Genau, Longfellows Hütte. Bestätigen. Oh, nicht runterfallen. Scheiße. Kann man das eigentlich aufheben wieder? Und das darauf setzen? Nein, nein, nicht hüpfen. Ja, okay. So, okay, Subi. Das hat wenigstens erstmal so funktioniert. Mal gucken, ob es auch abgeholt wird. Also der Marker ist auf jeden Fall da. Okay. So. Genau, dann gehe ich jetzt mal kurz da hoch. Hier sind jetzt hoffentlich keine Fallen. Ach, jetzt erst habe ich es entdeckt. Wow. Oh, das sieht ja mal heiß aus. Ach, guck mal, das funktioniert ja sogar. Ist ja besser als in Starlight Drive-In, ha? Huh? Kronkorken. Okay. Ich muss auf meinen Fusionskern aufpassen. Es darf nicht ganz leer gehen. Sonst kann ich das nicht mehr verkaufen. Der Ort hier ist ein Nest für diese Trotter. Scheinen die große Leinwand zu mögen. Keine Ahnung. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken. Auf das Ding machte ich jetzt erstmal die Toilette wieder zu. Gott. Ich bin aber auch schreckhaft. What? Guckt euch das mal an, die Gude. Gucken sich tatsächlich einen Film an. Klingt spannend. Hätte ich mir bestimmt angesehen. Krass, Mann. Wie geil ist das denn? Das wird böse. Das wird so böse. Wow. Wow. Ich bin hier raus. Lass mich in Ruhe. Alter Schwede. Du hast nicht den Hauch einer Chance. Na? Oh nee, das ist mein Hund. Hoffentlich erstickst du an deinem eigenen Blut, Drecksack. Doch, mit ich komm gleich. Ein Moment. Was? Du hast noch immer nicht gelobt? Achso. Wartet, ich muss da mal hin. So. Ja, cool. Also das hier mit der Leinwand gefällt mir.
Ah, ich dachte schon, ich habe jetzt irgendwie noch einen Ghoul gehört, aber... Oh, meine Rüstung ist kaputt. So, aber ich habe jetzt... Nee, habe ich noch gar nicht alle eingesammelt. Also Kronkorken finde ich ja eigentlich genug. Sehr schön. So, ist jetzt hier eine Falle. Okay. Ich gehe erstmal nach oben. Oh. Hier ist scheint noch aus der Vorkriegszeit zu stammen. Yep. Was liegt hier? Ah ja, okay. Ach, hier geht's noch höher. Hallo. Oh. Yay. Ein Souvenir-Magnetfisch. Ja, nice. Oh, Dogmeat hat etwas gefunden. Ja, was denn? So. Daddy Boy Äpfel, meine Güte. Staubwedel, aha. So, gibt es jetzt hier noch ein Safe oder so? Das nicht, aber ich probiere natürlich wieder Porte Diner. Dogmeat, wo bist du denn? Sicher, dass du im Dunkeln unterwegs sein möchtest, Captain? Ach. Gut. Dogmeat. Wo bist du? Ah, entsperren. Das wär's. Tja, keine Ahnung, wo mein Hund ist, aber... Die Frage. Hier war ich schon. Okay. Ne, Moment, denke ich hier nochmal runter. Oh, Dogmeat. Denke ich mal hier hoch. Aha. Oh. Schlüssel des Managers. Ja, ja. Ach, da warst du, mein Großer. Danke dir. Schlüssel des Managers. Aha, habe ich jetzt irgendwo was übersehen? Oh, wartet mal. Ich muss mal meinen Fusionskern austauschen. Ein Momento. Transfer. Nämlich nur noch zwei Dingsen. So, Eingabe. Okay, Haus des Managers, also Schlüssel des Managers. Und wo ist sein Haus?
Nee, auf Toilette garantiert nicht. Aha. Vielleicht ist es ja hier hinter irgendwo. Ah ja. Hier kommt man auch noch rein. Gut. Weiter ist hier nichts. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts weiter. So von wegen, hier ist noch ein Haus oder so. Nur eine kaputte Straße. Oh, hier vielleicht. Ah! Hey, du lebst doch noch, oder? So viel dazu. Und jetzt? Pack das Zeug am besten ein, solange es noch geht. Ja, mach ich. Wie, der hat jetzt nur eine Silbergabel? Achso, nee, Stockmeat-Befehl. Okay, ich dachte schon, ich hätte da jetzt irgendwas Interessantes gefunden. Okay, dann habe ich das Rätsel jetzt gelöst. Ich bin viel zu nüchtern für sowas. Wir sollten am besten mal unsere Munition sehen. Ja. Genau. So, geht's hier noch. Hier ist keine Falle, oder? Nein. Aber hier ist auch nichts weiter. Leute, müsst ihr mir denn... Ich bin bis auf die Knochen durchgefroren. Zu oft draußen im Nebel geschlafen. Ja, okay. Ich verstehe. So viel kann ich denn noch tragen? Oh, nicht mehr viel. Gut. Oh, da ist ein Herz. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Guck mal, wie schön. Das Schild ist ja wirklich schön. Guckt euch das mal an. So, ein bisschen drehen, Madame. Vielleicht so ein bisschen. Nein, andersrum. Sehr gut. Gefällt mir. Okay. So, jetzt habe ich wieder ein Bild gemacht. Waffe raus. Gut, gut, gut. Also, dann kann ich ja jetzt die Markierung wieder entfernen. Sägemühle am Echo Lake. Ah, ja. Aber vielleicht sollte ich jetzt tatsächlich
wieder zurückgehen. Ja, ich denke. Die Angler. Wartet mal, ich sollte erstmal ja, was sollte ich denn? Irgendwie was essen. Wolfsrippchen. Eichhörnchen am Stiel. Ach, ich habe doch ein Level ab sich gerade. Ich glaube, den mache ich auch noch mal schnell mit euch zusammen. Und zwar habe ich doch noch die Nerdwood, habe ich doch noch einen Punkt zu vergeben. Genau, und zwar du erhältst plus 40 Schadensresistenz und verursachst 40% mehr Schaden, während Nerdwood aktiv ist. Tötest du einen Gegner, während du wütend bist, wird verlorene Gesundheit wiederhergestellt. Ja, das klingt doch interessant und ich denke, ich nehme das auf. So, dann habe ich das erledigt. Und werde dann die Folge für heute beenden, meine Lieben. Und in der nächsten versuche ich denn jetzt hier diese Angler, genau die Tierchen mit der Taschenlampe, ja, werde ich dann versuchen zu eliminieren. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und ich danke euch fürs Zusehen, für all eure Kommentare und Likes. Und für den ein oder anderen Abo. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.